Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu diesem besonderen Geburtstag einer etwas anderen Art. Wir feiern in der Heinrich-Lades-Halle, aber komplett ohne Gäste. Corona zwingt uns eben umzudenken. Einfach anders. Der Gründungstag und Geburtstag der FAU, der Dies Academicus, präsentiert sich in diesem Jahr in einem besonderen Format. Für die Realisierung der Veranstaltung bedarf es einer großen Portion Kreativität. Der Dies Academicus 2020, außergewöhnlich und doch am Ende außergewöhnlich informativ, spannend und unterhaltsam. Das Kernthema stellt die künstliche Intelligenz in der Medizin dar. Entwicklung, Forschung und Impact spielen eine große Rolle, aber auch und im Besonderen wird ein Fokus auf den ethischen Aspekt gelegt. In einer Zeit, in der man immer mehr über den Gesundheitsstatus, auch den zukünftigen der Menschen kennenlernt, ist es wichtig, dass jeder das Gefühl hat, dass er nicht durch das soziale Sicherungsnetz hindurchfällt. Und deswegen ist die Entwicklung der KI, die so viele Möglichkeiten bietet, auch ein Angebot, sich darüber Gedanken zu machen. Brauchen wir nicht eine solidarische Gesundheitsversorgung, gerade wenn wir die Möglichkeiten von KI in der Medizin nutzen wollen? Solidarität, Vertrauenswürdigkeit und vor allen Dingen Datensouveränität sind die drei Bausteine, wie man die ethischen Prinzipien in die Praxis hinüberbekommt. Eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion zeigt auf, wie differenziert und vielfältig Argumente und Betrachtungsweisen in Bezug auf künstliche Intelligenz in der Medizin sind. Das eine ist, KI muss wirklich in die Routine der medizinischen Versorgung kommen. Das heißt, es geht nicht nur darum, irgendwas zu haben, sondern man muss es wirklich in die Abläufe einklinken, ja, also das bedienerfreundlich machen. Die KI steht am Anfang eines großen Siegeszuges in der Medizin und Sie haben das Beispiel der Darmkrebsvorsorge gewählt. Dort werden uns Endoskope in Zukunft über KI-Systeme sagen, ob die Polypen, die wir da entfernen, gutartig sind oder wahrscheinlich bösartig. Und KI wird natürlich ganz massive Auswirkungen auf den Klinikalltag in der Radiologie, in der Pathologie haben. Wir dürfen die Technik auch nicht überschätzen und vor allem dürfen wir nicht unterschätzen, wie komplex das Fachwissen und das Erfahrungswissen des medizinischen Personals ist. Und beides muss gut zusammenkommen. Und das ist der eigentlich entscheidende Schritt, wie wir das gut gestalten. Es ist mit Sicherheit so, dass die Algorithmen, die wir zurzeit entwickeln, sehr stark sind in sogenannten Fleißaufgaben. Also wenn quasi ein repetitiver Task immer wieder gemacht werden muss, bei dem insbesondere Ärzte dann auch leicht ermüden oder Ärztinnen leicht ermüden. Anderes Format, gleiche Teilhabe und Wertschätzung. Der Dies Academicus 2020 bindet alle gewünschten Teilnehmer mit ein und selbstverständlich kommt auch die Politik zu Wort. Meine Damen und Herren, ich gratuliere der FAU sowie all ihren Angehörigen, Freunden und Förderern herzlich zum Dies Academicus. Und ich wünsche der FAU auch weiterhin viel Erfolg und bahnbrechende Forschungsergebnisse. Wir möchten, dass junge Menschen hier in Bayern, hier in Erlangen beste Voraussetzungen finden. Dafür stehe ich als Ihr bayerischer Wissenschaftsminister Bernd Siebler. Alles Gute. Auch für die Studierenden hat das vergangene Semester einige Herausforderungen mit sich gebracht. Mehr Kreativität und mehr Mut, das wünscht sich auch die Studierendenvertretung. Seien Sie mutig. Treffen Sie Entscheidungen, denken Sie weiter, setzen Sie Prioritäten und seien Sie sich dabei der gesellschaftlichen Verantwortung der FAU und ihrer zukünftigen Absolventinnen genau bewusst und nicht nur der Verantwortung gegenüber der Wirtschaft und bestimmten politischen Agenten. Wir dürfen mutig sein. Das ist aufregend und es macht Spaß. Legen wir los. Innerhalb des mehr als zukunftsträchtigen Kernthemas werden beim Dies Academicus auch innovative Alumni der FAU vorgestellt. Zudem wird auch der Gleichstellungspreis der Universität präsentiert, das Projekt MINT – Science Made by Women. Es ist ein besonderer Dies Academicus 2020, ein 277. Geburtstag einer Innovationsführerin, die nächstes Jahr gerne wieder normal feiern möchte. Sie haben tolle Leistungen aus dem letzten Jahr kennengelernt, aber Sie haben auch gesehen, dass wir großartige Persönlichkeiten an unserer FAU haben, die Innovation, Vielfalt und Leidenschaft tagtäglich leben. Ich hoffe sehr, dass wir uns im nächsten Jahr am 4.11.2021 wieder persönlich zum Dies der FAU
treffen können.